Hallo und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter World. Mit den drehenden Haken, der nirgendwo befestigt ist. Geil! Schönste Grafik der Welt. Ach doch, warte mal. Zack. Runter. Hoch. Zack. Ah, okay, ist ein unendlicher Loop für diese Menschen hier, die sich daran festhalten und sich hochhakeln lassen. Ja, interessant. Sieht sehr cool aus. Warum gibt es solche Aufzüge nicht? Das wäre doch mal mega geil. Im richtigen Leben, meine ich. Solche Aufzüge wäre doch cool. Aber blöd ist, wenn du Einkauf in der Hand hast. Dann ist es schwierig. Da muss man die Treppen nehmen. Naja, wie auch immer. Ich habe jetzt in diesem Moment eine gute und schlechte Neuigkeit. Die schlechte ist, für Aufnahmen werde ich ab nächste Woche wenig Zeit haben. Das bedeutet, ich muss gestrickt mich an unter eine Stunde halten. Mindestens. Ja, die gute Nachricht ist, ab Montag, erstmal Probe, habe ich endlich eine Arbeit gefunden, die genau zu mir passt. Und zwar ein Zusteller, also der halt Mod-Zeitung Leuten zustellt, jeden Morgen ab 4. Wann ich anfange, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall weiß ich ganz genau, ab 4 Uhr morgens geht's los. Muss ich dann sehr früh raus. Abends überhaupt kaum noch Zeit zum Zocken, sozusagen. Aber dafür vielleicht mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange ich arbeiten werde, tue und wie lange ich durchhalte und bla. Je nachdem, wie ich die Woche abschneide, also die kommende Woche, bis Samstag natürlich, wird da mir fragen, ob ich weitermachen will oder nicht. Oder ob ich sage, ist nichts für mich, kann ich nicht, ist mir zu viel oder so. Oder positiv sage ich dann, doch, das kann ich mir vorstellen, das jahrelang zu machen und eventuell länger zu machen, auf jeden Fall. Ich werde natürlich nicht sagen, nö, ist nicht meins oder so. Nö, ist genau das, was ich immer gesucht hatte. So eine Arbeit. Ja. Mal schauen, ne? Wie es draus wird kommende Woche. Ich glaube nicht, dass ich erste Woche gleich weiß ich, wie viele Stunden mache. Um Gottes Willen. Glaube ich nicht. Kommt immer drauf an, wie lange ich durchhalte, ne? Und so. Vermute ich mal, dass es so abläuft. So ganz genau weiß ich das auch nicht. Muss ich schauen. Ab Montag, ne? Wie gesagt, am Montag hätte ich dann kaum noch Zeit für längere Aufnahmen. Also stundenlang. Die Woche kann ich noch, nächste Woche ab Montag nicht mehr. Weil da geht es nämlich um meine Zukunftsrichtung Rente. Ne? Muss man auch dran denken. Auch wenn es, ja, spät ist. Aber ist egal. Wichtig ist, ich habe Arbeit. Seht ihr doch genauso, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Danke. So, mehr zu mir. Jetzt zum Spiel. Verbessern. Flackende Glühen 1. Genau, wir wollten gucken, was brauchen wir jetzt? Zizi und Legiana. Die zwei auf einen Streich jagen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Ohne Quest natürlich. Und niedrigrangig. Legiana und Zizi Jakku. Gut. Die beiden werden wir jetzt mal erfarmen. Das ganze Ablauf, wenn ich ihn gefunden habe, werde ich es rausschneiden und wenn, ich werde während des ganzen Kampfes, werde ich Ruhe schweigen, also nur Konzentration. Erstmal gucken, habe ich alles? Ja, das reicht. Ich glaube, ich werde den Booster, Gesundheitsbooster nehmen. Aber wie auch immer, erstmal den kleinen, bevor man den großen nimmt oder erst den großen? Bin mir nicht sicher. Ach, wie in einem ersten Legianer. Alles gut. Hallöchen, Süßer.
Ja. Scheiß gerne rum, wa? Ach Mensch, ernsthaft? Ab den Schwanz. Bam. Hallo? Hau doch mal richtig zu hier. Pussy, ey. Pussy. Pussy, Pussy, Pussy. Huch. Steck das Ding weg. Funktioniert nicht. Hahaha. Volles Netz, aber nichts für den Großen. Hä? Was? Was? Okay. Ist er tot? Wer hat denn das jetzt gemacht? Hä? Ihr wollt mich nur ranhaken. Okay. Oh, geil. So, den nächsten. Wollte ich nicht mundtot schweigen? Ich werde es dann dementsprechend rausschneiden. Müsste hier hoch. Da ist er ja schon. So. Ja. Sehr schön. Hallo? Zeigt nichts an. Achso, ich bin doof. Ich sollte mal mittlere Maustaste drücken. Ah. Heute nutze ich die Zeit. Ah, einen Schwanz haben wir. Und eine Flügel. Ah, Knochen. Mitnehmen. Sehr schön. Wir können. Glühhirn 2. Ich komme. Du Ferkel. Nee, nee, nicht ausrüsten. Ah, wir müssen ja Zizi Yaku Leuchtenorgan plus. Das bedeutet den hochrangigen Zizi. Kann man dementsprechend eigentlich auch mitnehmen, ne? Hochrangigen Zizi, der ist glaube ich nur abends da im Spiel. Mal ein bisschen warten, wa? Bis er da ist. Woanders tauchte er nicht auf. Bei Baselgeuse. Paul Lumo. Demon Joe. Aber sie hat Dodogama, Uragan. Naja, die haben komische Namen. Hier am Tage ist Sitsi da. Und bei hochrangig ist er erst auf Abend da, anscheinend. Und dann kann ich ja mal kurz die Zeit nutzen. Und hier mal was essen im Spiel. Ja, können wir ruhig mit Geld, ne? Dann machen wir Punkte, weil momentan brauche ich keine Punkte. Überraschungsessen ist, glaube ich, ganz gut. Sehr schön. Überspringen wir das Ganze. Brauchen wir nicht sehen, wie er da schöne Fleisch durchschneidet. In Gottes Willen. Sonst kriegen wir hier alle noch Hunger. Fleisch ist die Nation. Fleisch. Nur noch Fleisch, nur noch Fleisch. Niemals Gemüse. Nur noch Fleisch, nur noch Fleisch. Und so weiter. Ich hoffe, hier ist kein Veganer anwesend. Und wenn, dann bitte nicht übel nehmen. Das ist nur halt witzig, dieses Lied zu trällern. Mal gucken, habe ich hier irgendwas? Ist fast so weit. Nichts? Okay. So, ich guck mal, ob hier auch hochrangige Zizi gibt. Bei Event.
hochrangige Zitzis. Zitzi, Zitzi. Anne Zitzel. Zitzi. Hier. Ah ja, stimmt, da die drei Zitzis. Jakku. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Hochrangig. Müssen hochrangige sein. Oder? Ich denke schon. Oder ich nehme die lieber einzeln vor. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe die schon mal gemacht. Es wäre schön, wenn ein einzelner Zitzi wäre. Und nicht alle auf einmal. Ach komm, scheiß drauf. Let's go. Gutschein. Ja. Extra Bonuspunkte. Und dürften die eigentlich nicht so allzu stark sein? So. Wenn ich einen davon schaffe, schaffe ich alle. Da muss man mal gucken, wie viel da noch an einem Fleck sind. Ist eigentlich... Ja, okay, die sind unterschiedlich groß. Oder es kommt nur einen so vor. Habe ich die schon mal gemacht? Ach, scheiß drauf. Komm, let's go. Ich fange an. Oh, geschafft. Ah. Trotzdem einsammeln. Wo wenn ich gehen muss. Ja, trotzdem aufsammeln. Ah, ich hoffe, da ist alles dabei mit Plus, Plus, Plus. Da, ja, da steht schon Plus. Geil, Russex doch Hochrang hier. Das ist richtig nice. Oh, ich liebe das Spiel mit Arena. Arena mag ich sehr. Obwohl ich mich am Anfang sehr schwer getan habe. Aber das hier ist mal eine ganz geile Herausforderung. Richtig geil gemacht, muss ich sagen. Puh. Wie gesagt, bei jeder Kampfszene werde ich den Anfang zeigen und am Ende zeigen, wie ich den zerlegt habe. Und ja, mehr braucht ihr nicht wissen. Den ganzen Kampfverlauf braucht ihr nicht mal sehen, das kennt ihr ja schon. Aber bei neuen Monster lasse ich das ganze Kampfsystem mit drinne, also Kampfverlauf. Wie doof ich mich dann anstelle. Rüstkugeln. Ja, schwarze Kristallticket. Hui, Ticket, Kristall getauscht werden, die Dunkelheit einsaugt, auf normalem Weg nicht zu erlangen. Ja, nice. Und Sprintextrakt. Mundknochen bis zum Gittenschmier. Das sind aber die normalen Monsterknochen, ne? Keine Dings Monsterknochen. Ach, dafür ist ein Gutschein, um das Zenny zu verdoppeln. Oh, sehr schön. Wir sind schon bei 64.000. Von arm auf reich. Nice. Ich freue mich sehr. Im Gegensatz zu früher traue ich mich heute sehr viel mehr zu als sonst. Das freut mich. So, mal gucken, ob ich alles habe. Oder ob wir morgen noch weiter farmen müssen. Ich bin gespannt. Ah, schön. Also, was hämmern wir dieses Mal zusammen? Ja, deine Mutter. Nein, hör auf, schlechte Witze zu machen. Oh, geil, wir können direkt
die nächste Stufe. Boah, sieht das mega cool aus. Nein, noch nicht ausrüsten. Wir müssen noch eine Stufe erreichen. Normal Legianer wieder, ne? Müssen wir machen. Aber ich frage mich, woher die Stechklaue? Da muss ich mir noch schlau machen. Bitte nicht spoilern. Denn Stechklaue war auch hochrangig Monster, ne? Rezept davor, scharfe Klaue. Ich glaube, ganz normale hochrangige Monster muss man da machen, ne? Naja, gut, auf jeden Fall kommen wir unseren Seltenheit Rang 6 noch näher ran. Mit Donnerwaffe. Finde ich sehr gut. Dann sage ich mal an der Stelle, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren, um keine weiteren Folgen von Monster Hunter World mehr zu verpassen auf meinem Kanal. Ciao mit V, tschüss mit Ö, euer Dieselchen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.